Hallo Freunde derer, die auf Bäumen hocken und anderen weiter Leuten geht's beim in der Männer-WG. Männer-WG. Alle machen hier Blödsinn. Ey, ja. Leutmann! Du und Kalle! Oh, Leute! Echt mal? Was? Nein! Ich bin ganz lieb! Oh Mann! Aber Kalle habe ich, Samon habe ich noch mitgenommen. Jawohl, ja. Ne, ja, aber alles gut, ich hab dich nicht geschlagen. Nein, Metas hat wirklich. Nee, aber ich hatte dir Angst, dass du es tun wirst und dann bin ich lieber gleich so runtergehauen. Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass ich jetzt schon brenne, während ich hier runterfliege und dann halt noch eine Chance habe zu überleben. Nee, alles gut. Oh, weil da unten war viel Wasser. Nee, Samon hat mich halt davor angeflüstert und hat gefragt, ob wir ihn in der Anmoderation halt killen wollen. Und das war nämlich gerade die Sache. Nur so, in der Anmoderation ist doch langweilig. Vor allem, man muss Leute killen, wenn sie es nicht wollen. Das heißt, wir killen jetzt Samon immer außer in der Anmoderation. Also durchgehend. Ja. Alles hier, so wie ich vorhin mit Lizzie ist. Ich habe mich gespawnt killt die ganze Zeit. Ja, genau, das machen wir jetzt mit Samon. Muss ich jetzt eine Strafe machen oder Lizzie? Nein, Quatsch. Ja, du musst natürlich keine Strafe machen. Lizzie, wie viel Koppel hast denn du noch? Alles. 31. Ich habe nicht ein Koppel. Was ist denn mit meinem Inventar? Wir müssen nämlich noch... bis da vorne ran, an die Kante da. Ja, Mann, dein Inventar wurde zurückgesetzt. Du hattest ein illegales Item im Inventar. Mein Inventar wurde nicht zurückgesetzt. Ich habe nämlich noch alles Mögliche. Halt nur kein Koppel. Muss sein. Oh, ich mach das jetzt anders. Ich gehe jetzt zurück. Ich hoffe, es kommt keine Lava von oben. Ansonsten bin ich das ist gut. So, ich setze hier. Und ja, ich habe eben als. Zwischen den Aufnahmen habe ich mir hier ein Inventar schon zurechtgelegt. Und, was ich jetzt Lizzie, halt brauche. Was heißt davon, wenn wir erstmal ein paar Koppel essen? Müsst ihr ja mal essen, deswegen relativ ich da so langsam. Lizzie? Ja? Was hältst du davon, wenn wir erstmal ein paar Koppel fahren gehen? Was hältst du davon, wenn ihr erstmal ein Baumhaus fertig baut? Hab ich die Bücher? Ich muss mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Haben wir denn gar keinen Amos? Du sagst das selber auch schon, du hast schon keine Idee für Baumtitel. Dann gehe ich nach Hause. Ja, aber das war vor 3 Folgen. Dann erstmal aus eurer tollen geheimen Kiste erstmal 32 Dias genommen. Warum? So. Vielleicht hatte ich ja in Wirklichkeit schon ganz viele Ideen. Yama, Kalle beklaut uns. Warte, ich, Was will er denn haben? Er beklaut uns die geheime Kiste. Ja, wenn er es unbedingt nötig hat. Ich brauche halt ein paar Dias für meine Rüstung und so. Ich will die wieder heile machen. Ach du, ihr wolltet mir auch eine Rüstung machen. Ich habe mir jetzt schon irgendwie so einen Brustpanzer geklaut, aber das war schon fast Teil. Das war mein Brustpanzer übrigens. Also, was, warum? Der Samon dran. Was, der Samon dran? Da klebt mein Schweiß noch dran. Boah. Mein Schweiß noch Blut. So, genau. Richtige Richtung, wir wollen ganz nach unten. Ba. Tu den jetzt in den Ofen. Was? Bis zu der Stelle, wo wir farmen können. Ah, was mache ich denn jetzt? Die Keime töten mit Hits oder was? Ja, natürlich. Also hier, hey, dieses Springrennen ist nicht angebracht bei der Treppe. Da bleibst du hängen. Okay, das kostet 5 Level. So, meine Körperflüssigkeit ist ein extrem seltenes... Koppel mitnehmen. Und das werden wir auch machen. Elixier. Ja. Natürlich, ist ja auch ein DNA von dir drin und die hast ja nur du, aber das macht ja nichts was das Besonderes. Das ist krass, meine Schuhe sind, ich kann die nicht heile machen, ich habe das so wenig Level für. Jede Schnee, steht da zu teuer, Kalle? Oh, nice, nee, 20 soll es kosten. Ja, das kannst du ruhig auch mitnehmen. Weil wenn da zu teuer stehst, kannst du es im Survival nicht reparieren. Ja. So. Du aber sammeln. Ja. Guck mal, jede Schneeflocke oder fast jede Schneeflocke ist einzigartig. Es gibt Beispiele für doppelte vor, aber egal. Aber die macht noch lange nicht zu was Besonderem. Klar, es ist schön, wenn es erst mal schneit, aber die individuelle Schneeflocke ist so egal. Ja, man die fällt im besten Fall irgendwo auf ein Feld, wo sie keinen Mensch jemals sehen wird. Wie kommst du denn bitte auf jetzt auf Schneeflocken? Weil Samon meinte, sein Körpersaft wäre ein sehr besonderes Elixier. Wo was spawnt. Ja, und wo seid ihr denn alle? Leckeres Thema, lecker, Schmoren im eigenen Saft, nennt sich auch Sommer. Das mag Kalle so, schleck mal. Wo seid denn ihr alle? Ihr wart vorhin noch... Wir sind am Weinen. Ja, ich bin im Neta. Leute, hört auf abzuhauen, der Yama rennt hier wild durch die Gegend und sucht euch. Nein, wir sind am Weinen, wir sind ja nicht abgehauen. So, Mobfalle. War ich da jemals? Was, Mobfalle? Wenn nicht, gehen wir jetzt mal in die Mobfalle. Mal gucken, was es da so gibt. Okay. Oh, mit so einem Plätscherteil, so einem Plätscherfahrstuhl. Kennst du das denn nicht?
Doch, klar kenne ich das, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, das Ding dazu so ein Ding zu bauen. Ich war ja noch nie drin, also ich kann mich nicht erinnern. Nee. Allerdings, ich glaub, das Mesos hatte die Idee damals. Ja, ja, du darfst auch nicht vergessen, Kalle, das ist ja auch drei Jahre her. Das ist lange. Ich glaube, Mesos hatte damals die Idee, weil der hat ja den Stößel da unten gebaut, also die Säule. Und den Ackerplatz, und hat er gesagt, ey, da ist doch so viel Platz, lass doch eine Mobfarm darunter bauen. Ja, erst wollte da noch eine Säule hin und dann haben wir die Mobfarm gebaut. Die Mobfarm war nicht Mettos Idee, die Mobfarm war meine Idee. Ja, aber das war ja seine Straße. Sie gebaut, die Idee war von mir. Nein, ich glaube, das war meine Strafe. Ja, Strafe. Oder war die Farm meine Strafe? Meine Idee und die Strafe für dich, das ist richtig. Genau. Aber Mettos, kannst du mir dann bitte mal verraten, warum du die Mobfalle so gemacht hast, dass man die Monster zweimal hauen muss? Nein, ich nicht. Samon hat sie gemacht. Mettos hat sie gemacht. Was? Auf einmal war es Mettos. Es war Mettos. Man musste ja jetzt zweimal hauen, damit die einmal sterben. Ja, das macht ja nichts. Hauptsache, sie sterben schnell. Ob nur einmal oder zweimal. Mann, gut, dieser eine Schlag, der würde dich hier nicht umbringen. Natürlich, das macht es viel ineffizienter. Die machen wir gleich weg dann, wenn wir da vorne ankommen. Die machen wir Ich hab den Verzauberungstisch. Manchmal sogar dreimal, was ist denn das für eine eklige Höhle? Hast du schon, weil ich hab... Beide Eisspinnenauge. Arrow, Bow, Pfeil, Bow. Ich hab ihn wieder vergessen. Gleich wegmachen. Ach, hier kann man ja auch wieder hoch. Okay, das wüsste ich. Aha, das ist von den Erz. Das hatte ich verdrängt. Okay. Den Plätscher fast. Okay, ich denke, das reicht dann erstmal. Kalle, was hältst denn du? Kalle? Nee. Ja? Was hältst du denn, statt Redstone-Fackel auf Deutsch, weil das ist ja so ein bisschen... Kann man so machen. Was hältst denn du von Rotsteinfunzel? So, dann fällt man nicht rein, aber... Ja, lass so. Genau. Weil die ist ja auch ein wenig dunkler als die normale Fackel. Nehmen wir hier das dann auch ab. Ich würde euch eigentlich erschrecken. So, bitte was, Yama? Was hältst denn du statt Redstone-Fackel, weil das ist so ein bisschen dänglich, Abstand. Hältst du von Rotsteinfunzel? Abstand hält das. Weil die ist ja auch dunkler als die normale. Ja und? Achso, Funzel, weil sie halt nicht so hell ist, ja. Nee, aber warum? Weil das niedlich klingt. Rotsteinfunzel oder Rotsteinfunzelchen. Ja, das hat er sich in von Project Ozone ausgedacht. Hi, Yama. Da hat er das Wo sozusagen erfunden. Ich finde euch nicht. Eine Rotscheinfunzel. Wo ist denn hier? Wir sind immer noch in der Mine. Ach, hier ist Kalle. Moment, ich bring dich zu Mettos und Lizzie. Sag mal, warum... Leute, baut einen Weg, wo ihr hingeht und nicht einfach irgendein Loch im Berg. Was ist denn das? Ich hab mich einfach zu denen hingebaut. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ja, warte. Ich hab grad gedacht. Und hier. Hier runter. Ah, ja, das heißt blöd. Warum baust du jetzt beide wieder weg? Mettos, du brauchst doch Kobbel, ne? Nein, Yama! Nicht den schönen Kobbel verschwenden, den braucht Mettos. jetzt hör auf, komm bitte. Was macht der? Der baut unsere Treppe ab. Kobbeltreppe abgebaut. Ich farme Kobbel für Mettos. Also, ihr könnt doch nicht den armen Kobbel für eine Treppe verschwenden. Weil es jetzt richtig geil gekommen wäre, so Mettos baut eine Treppe in die Luft und er baut sie hinterher wieder ab, so. Du brauchst doch Kobbel. Mensch, wo seid denn ihr hergekommen? Aus der Höhle? Mit dem Zitat, du darfst den Kobbel nicht verschwenden, ne? Naja, wenn er Kobbel braucht. Und dann so, ja, aber wie sollen wir jetzt wieder runterkommen, ohne zu sterben? Naja, das ist doch nicht mein Problem. Du sollst runter, er soll runterkommen, ohne zu sterben. Ich hab da kein Interesse dran. Yama, nicht drei Block tief. Nice, das ist das nächste Teil. Was kostet das? Hör doch mal auf. Zurück. Bau doch nur 10. ab! Wieso kann ich da keinen Block reinsetzen? Jetzt. Seltsam. Weil du körperlich dazu nicht in der Lage bist. Du bist zu schwach, Block einzusetzen, Mettos. Nein, das Problem ist, er ist einfach ein Toastbrot. Hallo, überleg mal, ein Kubikmeter Stein! Ja, schon irgendwie viel. So, ist auch mal los, was haben wir denn hier? Wie wird denn das denn wiegen? 5 Tonnen? 6 Tonnen? Das ist Birkenholz. Da. Wieso? Was war denn die Dichte von Stein? Mettos, also ich gehe mal eher von einer Tonne aus beim Kubikmeter. Ein Kubikmeter Wasser ist schon eine Tonne. Schwimmt Stein? Wenn nein, dann ist Wasser dann ist ein Kubikmeter Stein schwerer. Ich baue jetzt das Dach erstmal weiter oben. Ja. Ja, und bei mir wird der Ramme alle. Was kann ich denn hier mal beenden?
Hilfe! Schneidprogramm brauche ich jetzt nicht. So. Schneidprogramm braucht der Jammer nicht. Okay. Was? Also, nein! Ich hab die. Oh. Ich denke, wir sollten jetzt eigentlich. Projekt speichern und zu ist genug es. Genug haben, jo. Ich hoffe, der Rahmen reicht also jetzt. Also, wenn es abschmiert, dann Meters, ist, weiß ich nicht. Wir warum. Haben uns ja gefragt, wo die Treppe hinführt. Die führt in den Meters, Höhle. Meters, ich habe ganze 40 Koppel nur für dich, ganz Mopram. Exklusiv. Also, du hast dich ja, wir haben uns ja gefragt, wo die, wo der für die Treppe hinführt. Da ist der Weg treppet. Ja, nach draußen in so eine Höhle. Hey, Kalle, zieh vorher deine Schuhe aus. Was, wenn du es verkackst, dass du stirbst? Meters, ich tausche meine 40 Koppel 10. Ich tausche Diamanten 10 zu 1 gegen Koppel. Ich außerdem gar nicht an. Na egal, ich komm hoch. Ja, genau. Aber welcher Idiot hat denn hier einfach so runterge... Das ist doch ein Krampf, hier hochzuhüpfen. Wo denn? Du sprichst von einem Idioten. Yama? Ja, was ist denn Ja, Meters, dich meine ich. Nee, Meters hat sich ja gerade so... Yama? Wie? Ja, was ist? Weil du vom Idioten gesprochen hast, ich musste gerade... Ja, ja, eben, da musstest du dann erstmal... Da hat dann bei Meters erstmal gerappelt und dann hieß es Yama, weil er dann wusste, dass er gemeint war. Nein, ich musste erstmal... Ich hab das verstanden, er hat das extra so betont, weil er eigentlich damit drauf wollte... Yama, du redest von dir? So weit. Nee, so blöd bin ich nicht, dass ich von mir in der dritten Person spreche. Das macht eigentlich nur einen Meters. Würde ich eins Meters. Stimmt. Eins Meters. Hallo, Ibims. Flyer, eins Meters. Komm, was denn her? Jetzt habe ich mich Toastbrot. Völlig verlaufen. So, Meters, ich bin dir hinterhergelaufen, aber hier gibt es Blümchen, das heißt, wir sind hier schon nah oben. Hm? Meters, okay. Ist so, ihr seid noch in der Höhle. Ich bin gerade bei deinem Haus und hab's trotzdem einen Umweg gemacht. Ja. Wie geht's raus? Au! Okay. Kalle, ich wollte dir eben eigentlich was schicken, was damit ist. Was ist denn das für ein Viech? Das ist die Mobform. Ach, Ball. Da unten seid ihr, da bin ich auch rausgekommen. Schön. Gut, dass wir uns über den Ausgang einig waren. Ja, schon 15. Ja. Wie seid ihr hier reingekommen? Ey, Yama, du hast aber nicht hoffentlich wieder einen Wecker gestellt, oder? Ich hab was sammeln. Du hast nicht wieder einen Wecker gestellt, oder? Oi. Wieso denn nicht? Ich denke, das ist Tradition. Oh mein Gott, weil ich mich jedes Mal vor den Dingern schrecke. Ich sag, das läutet in den nächsten paar Sekunden, sage ich. Auf was ist denn eingestellt? Nein. Halt eine Viertelstunde immer. Das passt noch, das reicht noch. Okay, ich sag wenn jemand von euch, wenn ihr alle auf dem Timer hättet, dann wüsstet ihr, wann es klingelt. Du hast zu tun, du brauchst dich gar nicht auf den Wecker konzentrieren. Der klingelt von ganz alleine. Das Samin macht jetzt alles nur noch halb so schnell, weil er sich immer sagen muss, gleich könnte es klingeln. Und da wird es noch schlimmer. Und wenn es dann wirklich klingelt, erschreckt er sich trotzdem. Genau so sieht's aus. Warte mal. Was wollte ich denn hier machen? Ich bin die ganze Folge rumgelaufen. Ach, ich habe Kabel für Meters geformt, stimmt. Meters, jetzt musst du mir auch abkaufen. Entschuldigung, dass ich mich gestern räuspern muss, aber irgendwie habe ich es nicht. Ich muss mich gestern halt räuspern. Bex-Level. Okay. Ach, hier geht es lang. Wer ist denn das da hinten eigentlich? Ach, Yama und Meters rennen da unten rum. Ja, ich brauche 6 Level. Die beiden wichtig. Ich habe 17. Eine schöne Tür hier. Ich baue gerade das Dach. Los, mein Gott, dieses Geräusch von Meters. Nein, das war schon richtig, Meters. Ab zum Baumhaus. Nein. Da wollte ich heute 6, nicht hin. Ich brauche mal ein bisschen Abwechslung. 6, 11, 14. Nein! Erster. Vor allem, ich habe ja das auch ist, zwei so wieder dein Baumhaus gebaut, ne? Ich sitze noch erster. Das ist jetzt meins. 3. Nein. 2. Was mit deiner Brustplatte machen? Das ist jetzt dem Yama seins. Ah. Was mit deiner Brustplatte, Yama? Sehr gut. Ich wollte den Wecker predikten. Warte mal. Damen, du schlägst dich schlecht dabei. Ja, ich weiß, na, der klingelt. Genau. Das heißt, wir machen jetzt hier. Yama hat ihn auch gar nicht angemacht. Genau, ich wollte gerade sagen, ich sag aber der Yama muss mal gucken, ob er wie das Leben auf. Ja, muss aufgezogen werden. Aber koppeln hier mal so. Ja, genau, das ist nämlich die Sache, das hätte ich doch früher gehört. Der ist doch noch gar nicht an. Und sammeln hier. Oh, der Wecker, den stelle ich doch nicht neben das Mikrofon. Aber du musst ihn doch aufziehen, das hört man doch nicht. Das hört man doch, wenn du den aufziehst. Ja, ich muss nur alle 3-4 Folgen aufziehen. Ich lasse das Ding ja nicht durchklingeln. So. Aha. Ja. Also ich kann es gerne mal machen, ne? Das ist an sich kein Problem, aber... Nee, lass das mal lieber. Dann klingelt es halt mal 5 Minuten. Brauche ich das. Aber ich brauche noch mehr Quarz, ja. Quarz, ja. Meters, hier ist Koppel in der Kiste, ganz viel. Ja, Quarz brauche ich aber auch. Bring ich dir runter, ich bring's dir mal runter in die Höhle. Nein! Was? Lass mein Koppel da liegen. Dein Quarz lass ich, wo es ist. Lass mein Koppel da liegen. Achso, du brauchst keinen Quarz mehr. Doch, ich brauche noch mehr Quarz.
Alle Räume sind Metos leer. Metos, hast du noch Cobblestone? Vielleicht steht mir das da auf komplett ohne Rüstung, ohne alles. Die so, Leute, warum? Du hast gesagt, du brauchst das nicht. Danke für dein Schwert, danke für deinen Brustpanzer, danke für deine Hose. Das war ich nicht, das war. Das war Lizzie. Das war Yama. Also, das mit dem Wecker. So, genau. Ich würd sowas nie tun. Also, mit der rechten Hand die Tastatur bedienen ist ätzend. Naja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei den anderen vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haust rein und tschüss. Tschüssi. Ja, das war's auch von mir. Ich wollte jetzt wenigstens am Ende noch ein bisschen was Produktives tun, anstatt hier nur rumzulaufen und Lizzie, Izzy oder wen auch immer zu töten. Das war's jetzt, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Macht's gut. Auf Wiedergeschaut. Okay. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.